so ein Quicktime-Event hast, wie sie sich gegen sich prügeln, Alter. Und die Quicktime-Events waren ja eh geil. Mit Connor im Aufzug, Alter. Oder auf dem Dach alle wegbumsen müssen. Ja, oder auf dem Dach gegen diesen einen Agent mit seinen Soldaten. Ja. Einfach bam, die Kombos. Oder die Verfolgungsjagd, da musstest du ja auch lauter Quicktime-Events machen. Oder den Typen auf dem Dach verfolgt hast. Die ganzen Optionen auch, dass du doch wie zum Beispiel über die Grenzkontrolle kommst. Oder der Flughafen. Generell, die Story war geil, Digga, wie du auch so wirklich die Leute überzeugen konntest, dass die Androiden cool sind und so. Ja, wenn du das gut gespielt hast. Und das Kamensky-Ende, wenn du eigentlich nur gestorben bist und einen voll verkackt hast. Nur. Ja. War schon geil. Müsste ich auch mal wieder spielen. Und was ich auch mal spielen muss wieder. Ich sag es ziemlich oft, könnten wir auch zusammen spielen mal. Heavy Wayne. Das habe ich noch nie durchgespielt. Das müssen wir mal spielen. Ich weiß nicht, ob ich es hab, ich bin mir nicht sicher, aber. Ich hab's. Das müssen wir mal spielen, Nico, glaub mir. Heavy Wayne, vor allem wenn du blind bist, ist so eine kranke, geile Story. Ich hab das Spiel immer nur gespielt, bis der Sohn gestorben ist, habe ich schon aufgehört. Hab ich irgendwie nicht so gepackt. Ultra 1, das Gebiet hat eine hohe Strahlungsintensität. Das muss man weiterspielen. Die Benutzung der Gasmaske wird empfohlen, aber du darfst nicht allzu lange dort bleiben. Anfang, wenn das Sohn Puzzle stirbt, das ist ja noch Origami-Mörder, oder? Ultra 1, der Origami-Killer, genau. Mit einem Waffenkoffer in der Nähe. Wir haben die Position auf der Tat. Aber ich weiß leider, wer der Killer ist. Also das weiß ich schon. Ja, das ist der Polizist. Ultra 1, es scheint nicht viele Feinde in der Nähe zu geben. Ja. Egal. Trotzdem drauf zu kommen und so, ich find's geil. Auch Quicktime-Events und so, ganz klassisch. Auch viele Möglichkeiten, es hat auch Dutzende Enden. Unvermeidbar, da ungespoilert zu bleiben, weil das Spiel ist schon sehr bekannt. Ja. Aber es lohnt sich zu spielen. Es ist richtig geil. Vor allem, es hat halt auch dieses Telltale-Quicktime-Events, das ist halt sexy. Oder was ich nur einmal durchgespielt habe, was ich kaum gespielt habe sonst, war Beyond Two Souls. Und ich weiß nicht warum, das mag ich eigentlich gut. Dieses Mädel da, wo diese Geisterfreund hat, also ist diese Stimme da Eden. Quasi? Keine Ahnung. Eden ist, ja, das weiß ich noch. Das habe ich einmal durchgespielt. Habe ich auch nur einmal. Und aber das ist schon Ewigkeiten her, Digga. Ich glaube, ich habe sogar auch ein echt gutes Ende erreicht. Bei mir ist die irgendwie so im Wald in einer einzelnen Hütte gewohnt. Mit einem Freund zusammen sind sie ein Boot gefahren. Und sie hat, glaube ich, sogar die Stimme noch gehabt, meine ich. Irgendwie so. Der Wilson. Digga, hebt sich doch auf. Ich konnte es nicht mal mehr abbrechen bei mir. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen! Ich mach Drohne aktivieren. Keine Ahnung, wie wir den Schild kaputt kriegen. Der schluckt unglaublich viel dieser Wilson. Ich hab einen Joker gefunden. Kannst du den nehmen, Sascha? Ich hab keinen Platz. Ich hab meine drei Waffen schon. Ja. Stimmt, das brauche ich auch für. Die, die! Boah! Feindliche Drohne! Verstanden, Drohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Der ist so fett gepanzert, ey. Oh mein Gott! Leute, aus dieser Richtung kommt ein Sechser-Team zu uns. Oh, dammit. Auf der Karte könnt ihr sehen: 6 Leute kommen zu uns. Aufträge, die Geld einbringen, oh ja, sind auf der Karte markiert. 3 sind am Schiff und 3 sind darüber. Am Strand liegen sogar noch mehr, die man aufheben könnte. Ich hoffe, dass die noch nicht zusammengehören. Oh, Scheiße. Zusammen. Schau, da liegen sogar noch 2, die man aufheben kann. Die haben safe gerade 2 Teams gestorben oder so. Oh nee. Wenn wir das Teil kaputt kriegen, könnten wir uns im Castle reinhocken. Da drinnen können wir uns. Ich glaube, mit der Joker kannst du sie nicht anvisieren. Nee, weil es die ganze Zeit fährt. Ja, das mit dem Teil kannst du immer fahrende Sachen schießen. Das Problem ist eher, dass das Teil einfach nur extrem viel schlucken wird.
Ich hab Angst, dass sie hierher kommt, Digga. Hab was abgekriegt! Ich hab das Teil schon 20 Schuss von der Broadside reingedrückt. Oh, aber der muss bald kaputt sein. Aua! Er ist kaputt. Hack den, schnell, schnell, ich werde die ganze Zeit entdeckt. Ja, das sind die Kameras von dem Castle, ja. Lass hier reingehen. Ultra 1 hier, Kommando. In der Nähe ist ein feindlicher Kommandant. Eliminierung autorisiert. Wenn ich weit pushen, so habe ich sogar noch Geschützen. Ultra 1, das ist ein gesperrter Bereich. Rechne mit hohem Feindaufkommen. Ich habe auch ein Geschütz. Ich stelle eins direkt hier hin an die Seite. Ah, nicht so früh, die hält nicht unendlich, die gehen nicht automatisch weg. Oh. Aufpassen, das Castle ist voll mit KIs. Ultra 1, da kommt ja feindliche Verstärkung. Und ganz oben ist der Bombenmacher, den müssen wir mit der Armbrust töten. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Ah, die Botte schreckt mich so. Ne, sogar ein geschütztes Minigun. Ich hab eine Batterie. Ich pack mir jetzt Minen ein. Werf eine Granate! Platziere Minen! Digga, pass auf, hier sind noch Minen und so ein Scheiß. Ich platziere hier auch welche. Aua! Ach, da hinten ist noch ein scheiß Geschütz. Ein Bot ist in die Mine gelaufen. Digga, ich hab Schiss, dass die alle hierher kommen, ne? Ganz oben aufpassen, da ist jetzt der Bombenmacher. Nicht, dass du den tötest. Ich weiß noch nicht mal, wie der ausschaut. Digga, geht ein Schild auf mich los, Hilfe! Hab schon. Oh, sehr gut. Auch Platten, Alter. Ja, ich auch, ey. Dieses Geschütz, Mann. Der Bombenmacher wurde schon getötet. Achtung, der feindliche Kampfhubschrauber nähert sich eurer Position. Der liegt hier, der Waffenkoffer. Oh, und das waren nicht mal 5 Meter. Auf dem Koffer liegen lassen oder hier, hier im Computer ist ein Elektronikbauteil. In dem. Ja. Hier ist die Batterie. Hier ist ein Wertgegenstand. Hier ist eine Selbstwiederbelebung. Markiere Selbstwiederbelebung. Platten, Alter. Ich habe hier noch eine verschlüsselte Festplatte, wenn jemand braucht. Beute hier. Für irgendeine Verbesserung braucht man die Scheiße. Ja, bestimmt so weit. Dann kommen wir wieder. Markiert. Ich nehme den seine Armbrust, die ist noch besser. Ist okay. Die, wo ich vorhin aufgehoben habe, glaube ich. Ja, mit Gas. Ja. Das Geile ist halt, dass wir halt dann benebelt sind und kurz nicht kämpfen. Hm. Jetzt wurde geschossen. Die werden safe kommen und die Ding wollen. Koffer. Werden wir sie wieder ficken können? Das sind 6 Spieler, wenn die alle gleichzeitig hochpushen. Da ist ein Operator-Team in ihrer Nähe. Auf jeden Fall sind welche da. Ich hab auf dem Herzschlag. Und ums einen gesehen, 12 Meter. Ich weiß nicht, ob Spots sind. Also auf diese enge Treppe, wenn wir die halten mit den Broadsides, dann kommen die hier einen Scheißdreck hoch. Das sind aber 2 Treppen. Ja, ich habe die andere mit der Broadside. Was ist denn das hier? Mobile Deckung. Ausrüsten. Die stelle ich hier mitten auf die Treppe. Wenn einer kommt, mein erster Reflexgeschütz in die Ecke. Auf der Seite ist sogar noch eine Falle an der Treppe. Können wir gegen die benutzen. Okay. Wo ist jetzt meine Munibox hin? Ah, die, achso, die habe ich aufgehoben. Ah, okay. Schlüssel für Zuki Castle Waffenschrank. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Du solltest die Treppen nicht aus den Augen lassen. Wir haben sogar 2 Trophy-Systeme von den KIs hier. Also decken die uns auch noch. Ich bleibe in der Ecke hocken, aber wenn die wirklich kommen, platziere ich sofort hier in die Ecke in Geschütz. Dann ist ja nichts mit hochkommen, Alter.
Wenn man gebraucht hätte und. Ja, dann warte mal, dann nimm mein Geschütz auch noch. Oder gib mir ein Geschütz, dann kann ich es hier hinten eins hinknallen. Aber erst jetzt noch nicht. Mal, die gehen automatisch kaputt nach einer Zeit. Nee, ich stelle mich hier hin, wenn die kommen, stelle ich das direkt hier hin, an die Treppe. Oh, danach muss ich erstmal strunzen gehen wie ein Elch. Boah, hab ich eine asoziale Stelle hier. Ich höre Schritte. Digga, hab ich eine Assi-Stelle. Ah. Ja, trotzdem werden jetzt am Minen oder so gut. Ich habe auf die Treppe eine Mine gelegt und unten an die eine, aber in der anderen ist ein Bot in die Mine gerannt. Ja, nächstes Mal nehme ich dann auch Nährungsmine und so einen Scheiß mit. Ja, ich habe die alle von den Bots eben unten aufgehoben. Ultra 1, gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Im Operator Platoon. Also alle sechs sind hier. Ja, Platoon heißt Sixer Team. Sirene? Und ein Operator-Trupp ist noch hier, also das Platoon und ein Trupp. Ich sehe nur ein Problem bei der ganzen Geschichte. Wie wir rauskommen. Ja. Ja, es gibt nur einen Weg nach draußen. Und zwar durch den ganzen Leichenberg durch. Entweder das oder den geheimen Weg straight runter in die Hölle, wenn wir sterben. Also. Das Ding ist, der Waffenkoffer, der kann gut baiten. Das ist der ganze Sinn dahinter. Sonst würden wir ja nicht hocken, wir hätten einfach abhauen können die ganze Zeit. Quad angefahren. Das sind die kommen bestimmt her. Feindliche Raketenstellung ist im Gebiet online. Luftnahunterstützung zurzeit nicht möglich. Das habe ich vorhin bemerkt, Digga. Wenn die aktiv ist, kannst du keine Drohne aktivieren. Du kannst ja nicht mein Geschütz aktivieren, ne? Ich kann jetzt kein Geschütz machen. Ist ja lächerlich. Ich kann im Haus kein Geschütz platzieren. Ich glaube, den Commander geht's nicht so gut. Boah, auf der kleinen Spielzeuginsel, Alter. Die Map erinnert mich so ein bisschen an Rebirth Island. Erinnert mich an dieses Ding. Ich glaube, MW1 war das, diese Gefängnisinsel. Ich kann noch eine Taktikkamera aufstellen. Ja, aber die geht auch noch nach der kaputt. Das ist voll scheiße gemacht. Ich war aber nicht da. Ich guck jetzt. Wenn ich hier unten, wenn hier jemand ist, sehe ich ihn. Okay. Hockt in der Ecke und schaut in seine Drohne rein wie ein Rainbow. 86%. Oh, das ist blöd, dass das so schnell runtergeht. Shots. Ganz ehrlich, das ist dann nicht mehr dreckig, was wir hier machen. Wenn da wirklich ein Sechser-Team ist, was willst du da machen, Digga? Ja. Das ist Sechser-Trupp, Dreier-Trupp. Das ist ein Survival-Kampf, Alter. Ja. Das kannst du dir im Multiplayer sagen, aber hier muss man halt eben taktisch spielen. Geht nicht anders da. Ja, deswegen spiel ich auch mit Broadside und einer fucking Lockwood-Gewehr missgeboten Waffe. Mhm. Ja, und noch Armbrust, ich hab die heilige Dreieinigkeit der Missgebotigkeit dabei. Außer ich hätte noch ein Schild dabei, dann ist noch schlimmer. Mhm. Ich höre Schritte. Schritte ja. Immer noch.
Ja. Die sind sehr nah. Jetzt kommen sie, glaube ich. Ja. Ich sehe 4 Punkte in unserer Umgebung, innerhalb von 4 Meter. Ja, ich höre sie, die kommen ins Haus. Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. Gott. Die wollen den Koffer. Oh nee, Digga. Ich glaube, einer läuft über uns auf dem Dach. Kamera ist fertig. Ja, es geht los. And so it. Ich hab nur 3 Platten. Ich hab gar keine. Eigentlich ist es schon so kacke. Weil jetzt, wenn die hochrennen, sehen die ja sofort, dass du ein Schild schießt. Das nicht stimmt anscheinend. Ich hab hier 6 Platten hingeschmissen, teilt euch auf. Hier Panzerung. Schalt die Treppe im Blick. Oh, einer ist bei meiner Treppe. Rücke vor. 2. Einer muss zu mir rüberkommen. Bei dir? Hier, bei mir ist auch was explodiert. Aber geschlachtet. Geh rüber zu der anderen, ich hab die Treppe bei mir. Hab noch einen. Sehr schön. Meine Treppe ist safe. Der ist sogar bei uns oben die Leiche fast. Oh, der hat Platten. Der hier kann auch gelootet werden, ich aim grad ab. Ich hab noch einen Mörserschlag, also eigentlich kann ich einen Mörserschlag aufs Dach machen. Ja, so ein Leiche ist gesessen, Alter. Oh mein Gott! Geh zu einem Evakuierungspunkt, bevor die Strahlung sich ausbreitet. Haben wir bald ein Problem. Sieben Meter unter mir. Ja, und letztendlich, wenn es zu lang dauert, müssen wir uns freikämpfen. Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Die Hälfte haben wir ja. Wenn's der Trupp noch ist, dann ja. Ich versuch die ein bisschen zu locken. Acht Meter. Ich glaub, der ist bei vielleicht. Gebiet. Ist bei mir drüben einer? In deiner Richtung sehe ich nichts. Aber es ist halt Herzschlagsensor, es ist halt. Ich weiß halt nicht, ob ich es 100% das sehe. Er wirft hier irgendwas hoch. Ja, haben Shield weg. Panzerplatten! Er ist down, er ist down! Fick ihn, fick ihn, fick ihn, finish ihn direkt! Ich weiß nicht, wo er hin ist. Der liegt doch, der in der Mitte. Ist tot. Hab bei mir drüben ein. Lass mich an, lass mich an, lass mich an. Geht's gut. Ich hab noch einen bei mir drüben, ja. Hihi. 16 Meter. Ich glaub, der ist ausgerannt. Ich hab mir den Boss bleiben. Bei mir, bei mir. Hab ihn, hab ihn. Hab ihn gefinisht. Brauche Schrotmunition. Ich war nie weg. Und jetzt bitten sie um Hilfe. Sind sie alle tot? Ich war nie weg. Die werden nicht wiederbelebt. Ultra 1, lege Geld in einem toten Briefkasten ab, um die Waffenerholung zu beschleunigen. Die werden einen Scheiß wiederbelebt. Digga, wir haben gerade hier die Verteidigungskunst gespielt. Auf dieser japanischen fucking Insel, Alter. Shin Sakai, unser Onkel, wäre stolz auf uns, Digga. Ich wollte es gerade sagen, wir haben die Mongolen zurückgeschlagen. Alter, ich hab jetzt in diesem Treppenhaus hab 3 Leute gefickt oder so. Kann mal einer eine Munikiste werfen, wenn ihr noch habt? Hab einer, ja. Ziemlich leer geschossen. Schnell zum Extraktionspunkt. Eure Position wird verfolgt. Lege ich hier Munition ab! Dankeschön. 27 Meter in die Richtung sehe ich noch ein Signal. Könnte Bot sein. Die alles dabei haben, der ist ja Wahnsinn. So viele geile Waffen, aber ich bin voll. Ich glaube, wir sollten uns jetzt langsam auf den Weg machen, oder? Ja. Pass auf, Bot. Na, das war der wahrscheinlich. Ja.
eigentlich. Ich auch lauter Sachen. Der hat hier eine Black Cell Waffe sogar, der hier. Das ist, glaube ich, die Carrick Black Cell. Nicht mal eine volle F-Tech Siege, Alter. Ich mag meine Broadside, meine MP7 und die Armbrust. Ich mag meine Broadside, Armbrust und meine Lockwood. So, Abflug, komm. Ultra 1 hier Kommando. Starker Wind trägt Strahlung heran. Mach dich zu einem Evakuierungspunkt auf. Das haben wir wunderbar gemacht. Direkt wieder easy upload. Hinter uns ist der, gut, da vorne ist auch noch einer, okay. Oh, wie sie gebettelt haben noch. Das war so schön. Der eine kommt hoch, ich rotzen komplett über den Haufen, der. Komplett weggemüllt. Digga, auf meiner Seite habe ich drei getötet und bei euch war's auch drei, ne? Glaub, ja. Das kennt ihr vom Mittelalter diese Feuergruben, diese Feuerschalengruben? Ja. Das war ich. Ich stehe oben mit dem Drachenatem und schieße einfach mit Feuer runter und ballert die weg. Und dann kommt noch einer, piekt hoch, ich schieß an, er ist vorne, der haut ab. Ich renne runter, mir rennt eine Panzerplatte entgegen. Ich fick ihn noch und er fickt mich und Sascha konnte ihn fertig machen und bin wieder blöden. Digga, diese Ecke, wo ich da oben guckt war, ne, das war der Game Changer. Der erste Typ, der hochkam, hab ich so auf den Kopf gespuckt mit der Broadside. Naja, bei mir auch. Feuergruppe, Alter. Und dann kommt der andere wieder. So kommt der Casual, der kommt einfach angerannt. Ich hab gedacht, das ist ein Bot gefühlt und hab mal einfach weggeschossen. Der, das war die höchste Form der Verteidigungskunst gerade. Wir haben alle vier Schwerthaltungen gemeistert gerade. Ja. Und dazu noch die Geistkampfhaltung einfach benutzt. Ultra 1, Dino 4, wir sind bereit. Sofort zum Evakuierungspunkt begeben. Alle verbleibenden Ultras. Und die haben sie jetzt auch gedacht, zurück. Alter. Scheiß Wortzeit wahrscheinlich. Ich meine, es ist halt eigentlich schon lächerlich. Man kann halt einfach eine Feuerdusche machen. Schießt Panzerweste. Behärtete Weste, Digga. Schießt 4-5 Mal anders weg. Der ist aus dem Spiel gelöscht. Das Schlimmste ist halt 25 Schuss im Magazin, Digga. Ja. Aber Sascha, das hättest du sehen müssen. Ich muss, glaube ich, auch gleich einen Clip noch kurz machen. Diese Leiche, Nico. Ich hab's gesehen, ja. Wir haben den gefickt, Digga. Mit dir zusammen haben wir. Wir haben den beide eine Feuerdusche gegeben. Wir haben den angespritzt, beide. Wie er wegrennen wollte, schieße ich in den Rücken rein. Luke ihn. Fängt die Leiche an zu fliegen. Die schwimmt einfach so zu mir nach oben, Digga. Ich lauf in sie rein, Luke sie und auf einmal hebt die ab, Digga. Und zappelt bei mir in der Luft rum, Alter. Ich hab mich angeschissen. Aber ich hab mal 5 Minuten einen Clip gemacht, den wir kurz reinschauen. Herrlich, Digga. Ist er wiederbelebt? Durch gelootet.